Licht, 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 wir leuchten das hier alles aus. Ja, und somit haben wir jetzt einen wirklich heldenhaften Sieg über die Zombies errungen und uns den Zombie-Spawner freigekämpft. Dadurch haben wir jetzt unser erstes Dungeon gefunden. Leuchten jetzt hier erstmal alles aus, weil ich keine Lust auf ungebetenen Besuch habe. Und ja, ich fand das jetzt eigentlich ziemlich spannend. Also ich für meinen Geschmack, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt sagt, ja, das war jetzt aber ziemlich langweilig. Du hast ja nur Monster-Spawner gefunden und du hast ja nur circa, keine Ahnung, 10 Zombies getötet. Das ist ja voll langweilig. Ein Sattel. Ich habe einen Sattel, damit kann ich doch Tiere reiten, oder? Ich weiß jetzt nicht, welche Tiere ich da alles reiten kann. Das könnt ihr mir liebend gern mal schreiben. Also, eigentlich glaube ich nur Schweine, oder? Also, dass man Schweine reiten kann, das weiß ich oder habe ich schon mal gesehen. Ja, aber sonst noch irgendwelche anderen Tiere? Ich weiß nicht. Ich glaube fast, mehr Tiere kann ich gar nicht reiten. Vielleicht noch ein Huhn? Ja, so ein Huhn-Jet. Das wäre doch cool. Ja, ich baue jetzt erstmal alles ab. Ja, mal gucken, vielleicht geht's da ja sogar noch weiter in eine andere Höhle. Also, ich bin gespannt. Ich wollte jetzt mit euch Höhlenerkundungstour machen. Wir haben einen Dungeon gefunden und die Höhle war schnell vorbei. Ich wiederum finde aber, einen Dungeon zu finden, ist doch cool. Daraus können wir auf jeden Fall noch was machen. Da bauen wir uns hier noch demnächst irgendwann, wie auch immer, wenn ich eine Idee habe, eine schöne Monsterfalle. Man hat es ja auch nicht immer, dass man einen Monster-Spawner direkt eigentlich beim Haus hat. Also weit ist es auf jeden Fall nicht. Und ja, da hat es sich doch gelohnt, dass ich die Treppe nach unten gebaut habe. Weil hätte ich das nicht gemacht, hätte ich den auch nie gefunden. Wenn ihr das genauso seht, gebt mir einen Daumen hoch. Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja oft Leute, die irgendwo bei irgendwelchen Videos nach Daumen hoch betteln und immer so. Ich finde, bei Minecraft gibt es Cobblestones. Wenn ihr das genauso seht, gebt mir einen Daumen hoch. Also sowas finde ich immer ziemlich nervig. Wenn wirklich jemand einen guten Kommentar abgegeben hat, warum kein Daumen hoch, aber doch nicht für so einen Scheiß. Und vor allem nicht, wenn Leute immer sagen, Daumen hoch. Oder gebt mal alle Daumen hoch, damit Gronkh es sieht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das nervig. Jetzt habe ich ja auch gleichzeitig schon erzählt, wo dieses Phänomen hauptsächlich auftritt. Ja, ich habe ja gesagt, damit Gronkh es sieht. Also, es ist bei Gronkh in seinen Videos oft der Fall. Aber da ihr die wahrscheinlich auch kennt, werdet ihr es ja selbst wissen. Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt niemanden von euch verletzt, falls ihr sowas auch macht. Grundsätzlich ist es jedem selbst überlassen. Und wenn ich persönlich finde, dass es affig ist, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr es genauso sehen müsst. Aber ja, ihr könnt mir auch dazu einfach eure Meinung sagen. Ihr könnt mir zu allem eure Meinung sagen, so wie ihr wollt. So, und das Wasser, das machen wir jetzt erstmal weg, weil das hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen. Weil es einfach weiterfließt. Hä? Okay, ich hau hier vorne nochmal was hin. Ja, jetzt. Es funktioniert, glaube ich. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, und jetzt hauen wir hier nämlich alles weg, weil hier diese Moosstein, oder wie das heißt, halt dieser typische Dungeon-Stein unterwegs ist. Und der ist halt selten, den gibt es nur in Dungeons. Falls ihr das nicht wisst, oder noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Dieser komische Stein hier mit diesem grünen Rand, das ist dieser Dungeon-Stein. Ne, Moosstein, ach, wie auch immer. Also ich hau hier alles weg. Das ist natürlich normaler Cobblestone, ne? Nicht wundern. So. Ja. Ja, das ist immer sehr spannend hier. Oh Gott! Leck mich im Arsch rein! Boah, also mir geht der Stift 1 zu 1000. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wo kam der jetzt her? Ist der da oben durchgefallen? Nee, oder? Ich mach da jetzt mal Licht hin.
Gott, oh Gott, die Pumpe schlägt, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oh. So. Schock verkraftet. Puh, kommt das Scheißviech da runtergesprungen, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was? War. Oh. Ja, Leute, damit ich euch hier nicht komplett sterbe, mache ich mir jetzt einfach mal, keine Ahnung, Überlicht. Ich weiß nicht, ich mache das da vorne, glaube ich, am besten zu. Oh. Also das zweite Mal war jetzt nicht ganz so schlimm wie das erste Mal, aber ich habe mich trotzdem nochmal tierisch erschrocken und frage mich gerade, wo die Penner da oben herkommen. Ah, Moment mal, das war doch da, wo ich selbst... Jetzt habe ich eine Spinne gehört. Ja, ich höre eine Spinne. Bleib, wo du bist. Das Scheißviech wird wahrscheinlich draußen irgendwo unterwegs sein. Also, ja, beim zweiten Mal fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe mich zwar trotzdem wieder ziemlich erschrocken. Oh, und Spinne, halt die Fresse. Oder zeig dich. Los, ehrlicher Zweikampf. Ja, traut sie sich wieder nicht, ne? Ja, beim zweiten Mal habe ich mich jetzt trotzdem nochmal erschrocken. Jetzt zweimal so ein Schreck unmittelbar hintereinander. Das ist nicht gut für mein junges Herz. Ja. Boah, so, ich muss mal gucken, wie lange ich noch mache. Ich werde das hier noch ausbuddeln. Aber langsam brauche ich dann auch mal eine kurze Pause. Und außerdem drückt mir mein Headset so dermaßen aufs Ohr, dass es richtig wehtut. Und ich muss es immer ab und zu mal so ein bisschen leicht verrücken. Oh, ja, nee, ich brauche wirklich mal ein vernünftiges Headset, weil das ziemlich weh tut. Das grenzt schon an Körperverletzung. Ja, kann ja eine Anzeige machen, oder? Nee, geht nicht. Laut Strafgesetzbuch, Paragraph 223, StGB, die Körperverletzung, kann ich natürlich nur eine andere Person anzeigen und keine andere Sache. Ja, geht nun mal nicht anders, sonst könnten wir, keine Ahnung wen... weiß ich was auch immer anzeigen. Es sei denn, man könnte eine Person wegen Körperverletzung anzeigen, wenn sie zum Beispiel fahrlässig, obwohl das ist eher so, dann Vernachlässigung der Verkehrssicherungspflicht und so ein Kram. Ne, ach, ich quatsch euch jetzt mit so einem Gedöns gar nicht voll, das wollt ihr gar nicht hören, oder? So ein rechtliches Gekackel hier, das interessiert euch doch gar nicht, ne? Ja. Würde mich, glaube ich, auch nicht interessieren, wenn es das nicht so ein bisschen, ja, wenn ich das nicht so ein bisschen einfach so wüsste. Egal. Also, ich lasse euch mit diesem Rechtsgedöns in Ruhe und erzähle euch lieber ein bisschen Zeugs über meine Höhle. Was machen wir noch? Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache mir hier jetzt noch eine kleine Treppe hin, damit das ein bisschen wohnlicher aussieht. Also jetzt nicht für mich, sondern für die Zombies. Ja, ich werde mir da dann wirklich jetzt dann bei Gelegenheit irgendwann mal eine Falle dahin bauen. Da habe ich jetzt Lust drauf. Hab nur noch keine Idee, wie genau ich das mache. Falls ihr eine Idee habt, genau, das wird eine tolle Sache. Falls ihr eine Idee habt für die Monsterfalle, wie ich das bauen könnte, damit ich die Federn von den Zombies auch immer schön bekomme. Ja, sagt mir doch einfach Bescheid. Ich könnte natürlich, ich könnte es ganz simpel machen. Die typische Kaktusfalle. Aber da habe ich jetzt mal keine Lust drauf. Ich möchte irgendwas Neues. Ich möchte was Neues haben. Und ja, mal gucken, wie ich das mache. Also ja, schickt mir einfach, kommentiert mir, abonniert mir. Nein, nicht abonniert mir, das ist Quatsch. Schreibt mir oder kommentiert mir eure Idee für die Monsterfalle. Und die beste Idee, die werde ich versuchen umzusetzen. Aber bitte auch etwas, was ich umsetzen kann und nichts jetzt mit, du brauchst 10-mal Diamant, dann brauchst du noch 180-mal Gold und dann nur noch 10.000-mal die Treppe falsch setzen. Scheiße. Das machen wir doch gleich wieder weg und machen es nochmal vernünftig. Nee, also, ja, ihr könnt mir natürlich eine Bauidee dann schicken zu dieser Monsterfalle, aber bitte eine, die irgendwie umsetzbar ist. Nicht jetzt, keine Ahnung was. Auch mach einfach einen Raum 100 mal 100 mal 2 Millionen Kilometer. Und dann ist dann alles dunkel und schütte da Lava und Wasser und alles rein und mach ein Tor zum Nether und spül die ganzen Federn in den Nether.
Nein, sowas natürlich nicht. Ja, ihr werdet aber Ideen haben und ja, ich nehme euch natürlich auch ernst. Ich ab und zu quassel ich natürlich mal so ein bisschen und mache dann immer so, und mach doch dies, mach doch das. Also wenn ich sowas sage oder also irgendwie vielleicht einen Kommentar nachäffe, versteht es nicht falsch, das ist nicht böse gemeint. Damit will ich euch auch nicht unbedingt auf die Schippe nehmen. Das ist einfach bloß, ja, ein bisschen Fun. Also ich möchte hier niemanden diskriminieren oder keine Ahnung was aufgrund seiner Kommentare. Das ist damit schon mal klargestellt. Kapische? Also falls sich irgendjemand mal auf den Schlips getreten fühlt, weil ich einen Kommentar von Ihnen ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe, bitte, bitte verstehe es nicht falsch. Ich freue mich doch über jeden Kommentar. Es sei denn, er ist wirklich dämlich. Aber ja, dann ist es halt ein dämlicher Kommentar. Passiert auch mal. Ich labere hier auch genug dämliches Zeug. Also ja, bloß keine Scheu. Ihr müsst auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Haut rein und schreibt, was das Zeug hält. Und natürlich, nicht zu vergessen, empfiehlt mich weiter und tötet Hühner. Und tötet Hühner. Und tötet Hühner, genau. Ja, tötet Hühner. Warum das? Keine Ahnung. Ich möchte einfach Hühnerblut sammeln, damit wir uns mal alle gemeinsam treffen können. Irgendwo auf irgendeinem Platz und einfach mal mit Hühnerblut auf scheiß Spinnen trinken. Nein, Quatsch. Also, seht ihr, das zum Beispiel war jetzt schon wieder dämlich. Einfach Quatsch erzählt. Nichts mit Hühnerblut. Wir treffen uns nicht. Wir trinken kein Hühnerblut. Wir machen keine Rituale. Wir machen höchstens gleich eine Aufnahmepause. Und ja, was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Tötet zum Beispiel einfach eine Spinne. Oder, ja, tötet vielleicht einfach ein Huhn. Weil Hühner töten macht sowieso Spaß, so wie das da. Ja. Oder guckt einfach, was ihr im Inventar habt. Boah, also Leute, es wird gleich wirklich Zeit für die Pause. Ich werd bekloppt und ich kann kaum noch quasseln. Also bis zum nächsten Mal.